Ja, das Wrack hat gerade gar nichts gebracht, weil ich gar nicht sehen konnte, was drin ist in dem Locker. Ich glaube, ich mache es einfach wieder so, dass ich mir dieses Paddel in die Richtung lege. Da sind nochmal Sprudel. Gucken wir mal. Ob wir da jetzt was Gescheites haben oder ob wieder das halbe Wrack im Boden versunken ist. Ach, ne, ist schon wieder ein Schiff. Ein Schiff. Ein Flugzeug mit Seeigel. Drecksding. Schon wieder ein Engine. Ich nehme jetzt einfach mal mit. Ach, echt jetzt? Was war? Ja, nein. Aha, die Machete. So. Och, ey Gott, der nervt mich echt. Der Typ nervt mich mit seinem Rumgejammer. Höre ich mich auch immer an, wenn ich auftauche. Jedes Mal. Oh nein. Oh nein. Von wegen die Insel gleich markieren. Shit. Paddel schneller, bevor es neblig wird. Okay, die müsste. Doch, die müsste es gewesen sein. Ja, kommt hin. Kann man mit leben. So, super Wetter. Oh, die haben die. Haben die die Regenanimation überarbeitet? Anscheinend. Sieht nicht mehr so komisch aus. So. Gucken wir uns mal um. Ich sag mal. Hier gibt es keine Wracks mehr, ey. Was ein Mist. Was ein Mist. Ist aber jetzt mit der Regenanimation auch ein bisschen komisch, weil es pisst aus Eimern und du siehst kaum einen Regentropfen. Ist auch schön. So, da haben wir eine Kiste und da haben wir was da drin. Jetzt bleibt doch nicht hier hängen. Toll, ne Flair. Super. Ich freue mich. Tja. Ist hier sonst echt nichts? Das ist doch scheiße, ganz im Ernst. Das ist doch scheiße. Ich bin gerade ein bisschen unzufrieden mit der Ausbeute. So wird es nämlich echt schwer, den Motor zusammenzubekommen. Ich finde auch den Regen gerade enorm laut. Ach, wieder der Bug. Okay, jetzt haben wir es. Ich nehme hier mal ein bisschen was mit. Die Lashings, so was wir eventuell noch brauchen. Wir fahren ja jetzt einfach wieder zurück. Paar Kokosnüsse. Einfach nur, was wir noch ein bisschen was drüben haben. Hey, kommst zurück? So. Ach, muss man die jetzt. Ah ne, okay. Ich dachte gerade, die muss man abschlagen. So, die Kartoffeln nehme ich auch mit. Ich glaube, ich lasse. Ja, ich lasse zwei Lashings hier.
Und dafür Kartoffeln mit. Zwei pfeife ich mir am besten jetzt noch hier rein. Okay, zack. Eins, zwei. Mitnehmen. Ach, jetzt habe ich keinen Platz fürs scheiß Paddel. Scheiß Flair braucht eh keiner. Hui! Feuerwerk! Feuerwerk! Yay! Hier, Krabben, könnt ihr haben. Schenke ich euch. Jetzt mal alle für 3 Sekunden die Augen schließen. Ab jetzt. Okay, könnt wieder aufmachen. Ist nichts passiert. Ach, Spannung pur. Ich habe das dumpfe Gefühl, es dauert ewig, diesmal diesen Motor zusammenzubekommen. Ja, da gönne ich mir mal einen Schluck. Vor allem, da wir jetzt zwei Teile haben für den Motor und eins sogar doppelt, läuft. Na. Ah, hi Charisma. Ist auch wieder am Start. Sehr schön. Das freut mich. So. Da machen wir auch keine halben Sachen. Wir schmeißen jetzt hier alles hin, was wir eben eingesammelt haben. Zu unserem schönen Haufen und dann fahren wir einfach direkt weiter. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Fump. Und plopp. Ne, die Dings sammle ich jetzt nochmal. Ach, guck, hier ist auch noch eine Yucca. Yucca. Yucca-Bäumchen. Hey, wir holen jetzt die hier nochmal in der Hoffnung, dass sie dann halbwegs nachwachsen. Na, komm her. Und da ist noch eine. Schade, dass man nicht selber pflanzen kann. Könnte ja theoretisch gehen, wenn ich jetzt so ein paar Kartoffeln einfach hier irgendwo vergrab. Aber naja. So. Paddel in die Hand. So, von der sind wir eben. Nee. Von der gekommen oder von der? Von der. Da sind wir hergekommen. Dann nehmen wir jetzt doch einfach die da. Die Mitte nehmen wir nachher. So, Achtung. Wir spielen wieder ein Spiel. Jetzt die Augen zumachen. Kannst du da weitergehen? Ist alles normal. Gibt's, hier ist nichts komisch. Brauch ich keiner wundern. Das ist eine russische Gewichteheberin. Die kann so schnell rudern. Das ist vollkommen legitim. Oh, was ist denn das? Ein Wal! Ich fasse es nicht. Dass wir heute wieder alles sehen. Kollege. Kollege, wir kollidieren. Tach. Hoffentlich hat er nicht seine zwei Schwertfischkollegen dabei, die mich wieder durch die Gegend kicken. Ist ja ein Ding. Jetzt fehlt nur noch eine Boje. Obwohl, die will ich nicht sehen. Eine Boje muss jetzt nicht wieder sein. Habe ich schon so oft welche jetzt gesehen. Hi, toll. Eine Insel mit einer kleinen Insel. Ist geil, da könnte man natürlich geil ein Haus drauf bauen. Das wäre eine Idee.
Hier da so rechts auf dem Inselding. Ah, die ist ja eigentlich auch ganz schön. Suchst Stress oder was? Ich hab schon genug Stress. Brauch nicht noch dich. So, zeigt ungefähr in die Richtung. Plopp. So. Kartoffel, Yucca, Kartoffel. Yucca. Brack. Ein einziges. Das gibt's doch nicht. Warum sind das so wenige? Ups, Loch. Toll. Deine Kiste. Yay. Oh, echt jetzt? Das ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Ich brauch was Gescheites. Am besten einen fertigen Motor. Wenn ich mir schon was wünschen darf, dann nehme ich das. Das ist doch kacke. Also im Moment ist es echt ein bisschen kacke. Stimmung. Yay! Tolle Fackel. Scheiße. Gucken wir nochmal hier drüben auf der Mini-Insel, ob es da irgendwas gibt. Oder zu sehen ist. Könnte man sogar echt drauf bauen. Auf diese Steine können sie bauen. Schwebeschall. So, haben wir Schleichwerbung auch erledigt. Boah, wie diese Flair qualmt. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe, glaube ich, gerade ein Inselfeuer ausgelöst. Macht aber auch keine Geräusche. Und jetzt der Deckel auch wieder drauf. Ach ja, kacke. Das ist doch kacke. Da können wir eigentlich gerade wieder zurückfahren. Achso, ne, das war das, wo ich eben war. Ist schön. So. Oder ich baue jetzt schnell ein Bett. Komm. Ist egal. Bauen wir ein Bettchen. Hauen uns hin. Ich würde gerne nur eine kleine Palme killen. Ach, da haben wir ja die kleine Palme. Die hauen wir um. Bauen ein Bett. Und dann waren da drüben eben noch, habe ich gesehen, ein Strudel. Vielleicht liegt da ja mal was Gescheites. Hier dieses doppelstöckige Schiff, was wir vorhin schon mal hatten, das hätte ich gerne. Da gibt es nämlich am meisten Zeug zu finden. Na, so. Das wäre ganz praktisch. So, jetzt können wir die Lashings noch hier hin. Brauche ich nur zwei? Na, ich brauche mehr. Shit. Schitte. Da ist noch eine. So. Hä? Ach, da fehlt noch ein Stick. Ja. Kann ich nicht sehen. So. Bett. Schwupp. Schlafen. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass man da jetzt immer gedrückt halten muss. Ich bin da noch zu doof für. Dö. Haben wir hier schlafen. Gehen wir. Ah, der muss kotzen. Sie muss kotzen.
So hört sich meine Katze auch immer an, wenn sie kotzen muss. Sitzt irgendwo in der Ecke und dann geht's. Dann kommt die Ladung. Das macht die 5 Minuten lang und dann kotzt sie wirklich. Was geht mit dem? Warum blinkt denn der so? Schießt hier vorbei. Das ist ein Polizeifisch. Der blinkt und fährt ganz schnell. Ja, und so klingt meine Katze, wenn sie fertig ist mit Kotzen. So, ich sehe die Blubberblasen jetzt aber nicht mehr. Das ist der Polizeifisch. Komm, ich schwimme mal näher. Blink, blink, blink. Ein Diskusfisch. Nicht Polizeifisch. Ist vielleicht sein Nebenjob. Als Hobby ist er Diskus. Schade. Ich sehe die Blubberblasen nicht mehr. Kacke. Hätte ich doch mit dem Boot fahren müssen. Das wollte ich nämlich eigentlich nicht. Nochmal hoch. Das ist ein Jammerlappen. Das ist ein Jammerlappen. Oh, was? Hi. Oh. Wo ist er? Hi. Naja, schwimmen wir mal. Ah, hier sind die Blubberblasen. Okay, der jammert mir noch ein bisschen zu sehr. Ah, Mist. Du Sauding. Geh. Zieh ab. Ich schwör, ich hau dich um. Ach, der hat mir gar nichts abgezogen. Das ist ja witzig. Okay, runter. Ducktape nehmen wir mit. So, hier drinnen kriegt er uns, glaube ich, ne? Ja, Antibiotika. Nein, geh auf. Nehmen wir auch mit. Flashlight nehmen wir mit. Engine nehmen wir mit. Jerrycan, okay, wir nehmen den Engine doch nicht mit. Wir nehmen den Kanister mit. So, und jetzt raus hier. Hoch, ja. Oh, nee! Nein, ah, du Arsch! Du Arsch! Was denn hier? Hä? Wo bin ich? Wo bin ich? Oh, jetzt jammert er noch mehr rum. Shit. Na, jetzt! Hör doch mal auf, du Penner. Kerle. Och, zwei Lebensbalken, ist ja nix. So, das war aber jetzt eine gute Ausbeute. Jetzt verpissen wir uns auch wieder von hier. Hat mir jetzt schon wieder gereicht, der Typ hier. Nichts ahnt. Och, was ist denn hier los? Hab ich gar nicht gesehen. Was ist? Googles! Yay! Was? Oh. Mal kurz hier hin. Nur damit er sie dann eh anzieht. Yay. Nice. Ja, die Runde läuft ein bisschen besser. Was wir so alles finden, ist schon ganz cool. So. Gleiches Spiel wie eben. Augen zu. Jetzt. Könnt wieder gucken. Alles gut. Nee, geil. Das letzte Mal hier 20, 30 Inseln abgeklappert, um scheiß Taucherbrille zu. Jetzt fehlen nur noch die Flossen. Gut. Okay, wir haben Benzin. Das ist schon mal top. Das muss ich nur irgendwie vorsichtig hinstellen, damit der Kanister nicht umkippt. Radical. Servus. Eaten Deep, das neue Let's Play. Ja, genau. So sah es gerade aus. Ich hab noch überlegt, was passiert. Sterbe ich, weil ich gebissen wurde oder sterbe ich, weil ich ertrinke? Ach, das ist schon wieder der Wal. Der normelle Ment. Gott.
weiß nicht, ob ich Norm-Element, ich weiß nicht, wie man, ob ich es richtig ausspreche, fragt, ob ich cheate. Nee, also cheaten tue ich nicht. Das kann ich ganz klar sagen. Es ist eher Bug-Using. Ein bisschen Bug-Using. Dadurch, also, ich habe es schon mal erklärt, ich habe es vorher nie gemacht. Jetzt habe ich es, heute habe ich es mal gemacht. Oder mache ich es mal. Wenn ihr rudert und gedrückt haltet die Taste, was man ja beim Rudern macht, und dann ins Escape drückt, um ins Menü zu kommen, die Taste loslasst, nochmal Escape drückt, um wieder ins Spiel zu kommen und nochmal rudern drückt, dann rudert er quasi doppelt. Das ist noch. Oh, ich habe gerade gedacht, das wäre nicht unsere Insel. Oh, Schock. Das ist noch so ein bisschen so ein Bug. Quasi. Oder was heißt ein bisschen? Das ist ein Bug. Und ich mach's jetzt nur, weil die uns gewiped haben. Deswegen, damit begründe ich jetzt, dass ich das jetzt mache. Okay, ich guck mal, dass ich meine. Oh, bitte, bitte, bitte. Nein! Oh, gerade noch gefangen. Okay, ich versuche mal von hier. Nein, gerade noch gefangen. Ja, damit begründe ich das jetzt einfach mal. Nein! Oh, Alter! Ich weiß auch nicht, ob der halt nicht, ob der wirklich ausläuft. Ey, willst du mich verarschen? Bleib doch mal liegen jetzt. Stehen. Geht doch. So. Ja, weil der Wipe mich einfach echt furchtbar ankotzt. Muss ich mal ganz klar sagen. Der kotzt mich ganz schön an. So. Oh, warte mal. Nein! Ja, ich hab's gelesen. So, gerade ist es mir eingefallen. Ach, hier ist es egal, oder was? Also anscheinend vorher war es ja so, dass man die Vitamine und Antibiotika und Bandage so oft nutzen konnte, wie man wollte. Jetzt nicht mehr. Simpel gesagt, jetzt nicht mehr. Ach, Invincible, das ist Invincible. Das ist nicht Invincible. Gut. Ja, nee, das Norm-Element, das ist nicht, also das Safe-Game ist ja nicht im Internet, sondern das war halt, das ist ja hier auch noch eine Alpha, ja, ist noch Alpha. Und mit dem letzten Update vor 1 oder 2 Wochen wurde halt, ja, musste quasi gewiped werden. Also ich glaube nicht, dass die das machen, ohne einen Grund zu haben. Destination, hup. Ist halt jetzt alles weg. Leider. Ach so, wie sieht's denn hier? Panik. Tja, was soll man machen? Ist halt jetzt weg. Ärgerlich, aber naja. Ich schätze mal, dass die das machen mussten, weil man halt jetzt doppelstöckige Gebäude bauen kann. Oder mehrstöckig generell, dass das da deswegen vielleicht gemacht werden musste. Ich habe keine Ahnung, kenne mich da nicht aus. Deswegen die da irgendwas machen müssen. Ja, da hast du recht. Norm-Element. Das gibt bei Steam im Moment etliche Early Access-Spiele. Das ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube halt, die Welle hat so angefangen halt mit DayZ und das war halt so erfolgreich, dass da halt noch ein paar andere auf den Zug aufspringen wollten. Problem ist halt, dass dadurch trotzdem auch echt qualitativ gute Spiele rauskommen. Also ich finde Stranded Deep ist auch super und ich meine, so viele Bugs oder so hat es ja jetzt gar nicht. So, wir essen nochmal ein paar Kartoffeln.